Filmrepliken sind geil, ja? Filmrepliken, da stehe ich drauf, ja? Filmrepliken und ich, wir sind so, okay? Das gilt insbesondere für diesen ganzen heißen Scheiß wie die Lichtschwerter. Aber manchmal ist es nicht genug, ja? Manchmal braucht man mehr als die elegante Waffe aus zivilisierteren Tagen. Manchmal braucht man was Grobes, was Rohes, ja? Was Brutales, was ein bisschen mehr Schaden macht. Und da nehme ich natürlich Stormbreaker. Und da zeige ich euch heute die Replik aus der Legends-Reihe von Hasbro. Und das kann ich direkt vorweg schicken. Das Teil ist mega geil. Ich meine, schaut doch mal, ja. Es ist riesengroß, es ist sauschwer und es ist wunderschön. Und es macht auch die Original-Licht- und Soundeffekte. Die zeige ich euch aber gleich nicht jetzt. Warum, erkläre ich gleich auch. So, aber als erstes muss ich euch erklären, wie man das Teil zusammenbaut. Das ist nämlich, nee, eigentlich ist es ganz einfach, wenn man weiß, was man tut. Ich wusste es nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Teil wird geliefert in zwei Teilen. Und zwar einmal das Beil und der Griff. Also Groots Arm liegt quasi separat bei. Und hier an der Stelle, wo auch der Knopf zum Einschalten ist, da könnt ihr quasi diesen Teil von Groots Arm abnehmen. Ja, das geht auch ganz leicht. Es wirkt erst so, als müsste man das mit Gewalt machen. Ist aber nicht so. Es sind so zwei Laschen dahinter. Und wenn man da an der richtigen Stelle zieht, geht es wirklich ganz, ganz einfach und smooth ab. Also bitte nicht dran rumreißen, sondern lieber so ein bisschen den Winkel verändern. Dann geht das schon. Und darunter findet ihr dann das Batteriefach, ja, müsst ihr aufschrauben mit dem Schraubenzieher und dann kommen drei Doppel-A-Batterien rein und dann bitte nicht erschrecken, weil das ist mir passiert, dann geht Stormbreaker sofort an, ja, und es ist ziemlich laut, ja, also Lichteffekte, genau, und dann kommt sofort der Donner auf euch zu und wenn man nicht damit rechnet, dann kann man sich durchaus erschrecken. Ich sage jetzt nicht, dass es mir passiert ist, aber es ist mir passiert. So, dann dürft ihr aber den Teil von Groots Arm nicht direkt wieder befestigen, sondern jetzt müsst ihr erst den Griff noch dran machen. Und das geht mit zwei Schrauben, die liegen natürlich bei und es ist total simpel. Ja, ihr macht den Griff, steckt ihr einfach ein, an der richtigen Stelle, man kann es nicht falsch machen und dreht ihr die Schrauben fest mit dem gleichen Schraubenzieher und fertig, das war's. Es ist wirklich super easy, wenn man es einmal irgendwie gesehen hat, wie das funktioniert. Das dauert keine Minute, ja, geht ganz, ganz schnell. Und dann will man den natürlich einschalten. Ich mache das jetzt hier nicht, sondern ich spiele das gleich ein. Warum, sage ich gleich. Aber wenn ihr den dann einschaltet an diesem Knopf, dann bekommt ihr, wie gesagt, die Licht- und Soundeffekte. Es ist sehr, sehr laut, es sieht geil aus. Insbesondere in einem sehr dunklen Raum macht es sehr viel Eindruck. Ich finde es richtig stark, weil es auch einfach so ein paar schöne Farben hat. So ein bisschen Rot ist auch mit dabei. Das macht es irgendwie epischer, finde ich. Kann ich das eigentlich hier so cool drüberlegen und dann weiterreden? Wäre doch auch cool für die Moderation, oder? Wobei ich jetzt merke, dass es recht schwer ist. Dumme Idee, aber jetzt ziehe ich es halt einfach durch. So, und das Teil hat auch noch Motion-Detektoren. Ja? Also wenn man das dann hin und her schwingt, dann macht es auch Geräusche und Lichteffekte. So, jetzt ist aber ganz wichtig zu wissen, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es nicht ganz unerheblich. Und zwar hat es keinen Ausschalter. Es hat einen Einschalter, aber keinen Ausschalter. Und wenn ihr jetzt dann, wie ich beispielsweise, das Teil auspackt und dann begeistert nach oben rennt, um es eurer besseren Hälfte zu zeigen und es dann halt angemacht habt, dann ist danach keine Unterhaltung möglich, weil die Geräusche gehen dann eine Weile erstmal weiter. Also Stormbreaker hat erstmal so ein paar Abenteuer für sich, ob ihr jetzt das damit habt oder nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil es wäre total einfach gewesen, entweder einen Ausschalter zu inkludieren oder dass man zum Beispiel den Einschaltknopf 5 Sekunden gedrückt hält und dann geht's aus. Als Beispiel. Geht nicht oder ich bin zu blöd. Ich habe aber auch kurz ein bisschen bei Reddit rumgeschaut. Ich habe Leute gefunden, die gleichen Probleme haben, aber keine Lösung gefunden. Es ist nur eine Kleinigkeit und wenn man den dann einfach 1-2 Minuten in die Ecke stellt, dann geht er von alleine aus. Es ist also wirklich gar kein Problem. Ich finde es halt nur schade, weil es gibt halt die Situation, wo man das dann halt, keine Ahnung, kommt ein Kumpel vorbei, willst du es natürlich zeigen und dann musst du aber erstmal in die Ecke stellen, damit du dann wieder normal weiterreden kannst. Deswegen der einzige Kritikpunkt. Abgesehen davon, wirklich ein scharfes Teil, wirklich, also es ist nicht scharf, es ist kein Metall, es ist natürlich alles aus Kunststoff, aber es ist hochwertiger Kunststoff, es ist sehr schön gemacht. Es sieht aus wie ein Film, es fühlt sich gut an. Ich finde es richtig klasse. Und jetzt ist eigentlich die Hauptherausforderung dabei, wie man das in sein Wohnzimmer integriert oder halt in sein Nerdzimmer, wie auch immer, weil ich fände es sehr schade, das einfach nur gegen ein Regal zu lehnen oder sowas. Ich würde es wirklich, keine Ahnung, über den Fernseher hängen oder sowas. Eine Halterung ist nicht dabei, muss man sich also bauen und dann ist das doch super episch. Endgame auf dem großen Fernseher und das Teil hängt drüber, mega geil. Also finde ich richtig stark, ein cooles Teil, Replik, kriegt von mir eine Empfehlung, abgesehen von dieser Soundsache, aber wie gesagt, es ist nicht groß der Kritikpunkt, aber es ist ansonsten echt mega geil.
Man wird sie auch nicht die ganze Zeit anhaben. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht genau. Egal, ich schweife ab. Zum Schluss noch die Frage an euch. Oder wir machen gleich mal zwei Fragen. Ja, wen präferiert ihr? Den dicken Thor aus Endgame oder doch den ganz normalen Thor? Und anschließend an diese Frage vielleicht auch. Welche Waffe von ihm findet ihr besser? Mjölnir, den Hammer klassisch oder doch Stormbreaker? Ich hätte früher immer Mjölnir gesagt, aber jetzt, wo ich das in der Hand hatte, nehme ich, glaube ich, Tatsache Stormbreaker. Es ist schon ziemlich geil, das Teil. So, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Cheers. Ich habe noch nie diese... Ich mache auch immer so. Nix kann ich. Jetzt fällt mir ein, kann man das eigentlich... Das ist vielleicht zu groß. Passt es vielleicht an eine Gitarrenhalterung? Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Wenn es nicht klappt, dann werdet ihr das gar nicht erst sehen. Komm, wir probieren das aus. Ich habe nicht aufgeräumt. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Wir machen das jetzt einfach. Was soll's? Oh Gott, ich hänge mit dem Kabel fest. Guter Start. Guter Start. Also, okay. Wo geht's? Läuft die Kamera noch? Die läuft noch. Ich habe noch 2 Minuten 50. Alles klar, das kriegen wir doch hin. Okay, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen rauszoomen. Wir laufen jetzt einfach mal hier rum. Dann könnt ihr auch mal gucken, wie das hier eigentlich aussieht. Hier habe ich, kann das ja mal kurz so nehmen. Hier habe ich, warum hängen da Kleiderbügel? Weil das eigentlich ein Wäscheständer ist. Aber gerade hängt da ein Vorhang drüber, damit der Sound nicht so schlimm ist, weil hier halt es ganz schön. Da ist meine Vitrine mit meiner Lego-Schreibmaschine unter anderem. Jetzt laufen wir hier kurz durch. Oh Gott, das ist gar nicht so... Ich hätte aufräumen sollen. Das ist eine dumme Idee. Egal, wir halten das jetzt so. Und dann laufen wir kurz da hinten zur Wand. Und da habe ich nämlich eine Gitarrenhalterung. Und jetzt gucke ich mal, ob das da reinpasst oder nicht. Muss natürlich erst die Gitarre da rausholen. Also machen wir das mal. So, oh, warte du mal kurz hier auf dem Boden. Little one. Dunkel ist hier auch noch. Eieiei. So, okay, dich lege ich einfach kurz hier hin. Ich hätte es genau andersrum hinlegen sollen. Dumme Idee, ich hätte es einfach gar nicht machen sollen. Okay, Stormbreaker, dann wollen wir mal schauen, ob du da hinpasst. Viel zu dunkel hier. Alright. Jetzt habe ich es aktiviert. Geht eigentlich. Nur ein bisschen dunkel jetzt. Warte, ich hol noch mal, ich hol noch mal eine Lampe. So, damit man es sehen kann. So. Passt also, ja? Kann man an die Wand hängen, wenn man eine Gitarrenhalterung hat. Ich entschuldige mich dafür, dass das jetzt laut ist und komisch aussieht, aber prinzipiell funktioniert's. Das ist doch cool, oder? Stormbreaker an der Hand. Das, würde ich sagen, bringt dieses Video zu einem Abschluss nicht sehr epischen Ausmaßes. Schief halte ich die Kamera auch. Also jetzt nochmal neu. Bis zum nächsten Video. Cheers.